erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und Sie sehen im Hintergrund, die Jungs sind noch beschäftigt mit dem Shipment an die Koi Lounge Zürich. Und Sie haben es in der Überschrift gesehen. Heute möchte ich mich mal über Thailand unterhalten und über die Importbestimmung nach Thailand. Also wenn man thailändischer Koi-Händler ist und aus Japan oder sonst irgendwoher Koi importieren möchte. Woher weiß ich das, wie es da zugeht? Unsere neue Kescher Erabu haben wir ja schon vorgestellt. Der Besitzer ist ein Deutscher, der ausgewandert ist, Rübi, der ausgewandert ist nach Thailand, eine thailändische Frau hat, fest dort seine Wurzeln hat und sich, wie gesagt, zum einen mit Koi-Handel beschäftigt, das ist aber eigentlich das Nebengeschäft seiner Frau, und zum anderen hat er seine Firma in China, wo er die Kescher herstellt und alles andere mögliche Equipment, insbesondere für Windsurfen. So. Und als wir abends zusammensaßen und gemütlich eingetrunken haben, haben wir uns mal darüber unterhalten, wie geht es eigentlich zu, wenn man nach Thailand Koi importiert. Und da habe ich wirklich solche Augen gemacht. Weil die Europäer neigen ja immer ein bisschen dazu, und nicht nur wir Europäer, sondern der Westen denkt immer so ein bisschen, ja, so wie wir es machen, ist es absolut richtig. Wir tun das maximal Mögliche, egal um welches Thema es geht. Und jetzt müssen Sie mal genau zuhören. Wenn wir in Deutschland ein Shipment bekommen, dann kommt es in Frankfurt am Flughafen an, geht dort in die Animal Lounge. In der Animal Lounge kommen dann Veterinärmediziner, die machen so ein, zwei Kartons auf. Also wenn wir 50 Boxen bekommen, sind in der Regel sind zwei Kartons geöffnet worden. Da ist nachher auch ein grüner Aufkleber drauf vom Grenzveterinäramt in Frankfurt. Und die gucken einfach, sind dort Karpfen drin oder irgendwas anderes drin. Aber ansonsten findet da nichts statt. Also da werden keine Proben gezogen, da werden keine Tüten geöffnet, gar nichts. Wenn die sagen, ist okay, dann kommt noch der Zoll, schaut sich an oder schaut sich eben nicht an, gibt seinen Stempel und dann gehen die Fische weiter nach Abstatt oder wo auch immer sie hingehen sollen. So, alles was wir dann tun, ist freiwillig. Also wir sind nicht verpflichtet, KHV-Proben zu ziehen, wir sind nicht verpflichtet, auf CEV zu untersuchen, sondern das Veterinäramt wird bei uns erst dann aktiv, wenn es schief geht. Wenn also plötzlich irgendein Kunde sagt, Kamera, ich habe von dir Fische gekriegt, die sind KHV-positiv, respektive mein ganzer Bestand ist jetzt KHV-positiv, dann kommt das Veterinäramt und dann gucken die, klar, die kriegen über Belgien, das ist die offizielle Meldestelle für alle Tierimporte in die EU, kriegen die eine Meldung, dass wir Fische bekommen haben. Dann kommt das Veterinäramt, dann wollen die wissen, wann sind die Fische angekommen, in welchen Becken sind die Fische bei uns gewesen, und dann ziehen die Proben und wollen natürlich sehen, was haben wir für die Krankheitsabwehr getan, sprich, wie lange waren die Fische in Quarantäne, haben wir selbst untersucht, haben wir nicht untersucht, und im Zweifel gehen die dann her und ziehen bei uns Proben. Sollten die Proben positiv sein, was bei uns zum Glück noch nie der Fall war, und ich glaube, bei uns hat das Veterinäramt auch noch nie verprobt, sollten die Proben positiv sein, dann wird wahlweise unsere ganze Anlage gesperrt und alle Tiere getötet, oder das entsprechende Becken wird gesperrt und alle Tiere getötet und alle anderen Teiche werden untersucht und dann wahlweise entschieden, wird getötet oder nicht. So, das ist die Prozedur in Deutschland. Freiwillig, auf freiwilligen Basis. Sind Sie Rübi, respektive sind Sie Rübis Frau und haben einen tollen Koi-Laden, und ich bin wirklich begeistert, als Sie das Video gesehen haben, haben einen blitzblanken tollen Koi-Laden in Thailand und Sie kriegen Fische aus Japan, dann kommen Sie irgendwo, was weiß ich, in Bangkok wahrscheinlich an, dann fahren Sie zum Flughafen, bei Rübi sind es 4 Stunden. Wenn Sie die Fische aufgeladen haben, dann kommen 2 Leute vom Grenzveterinär und folgen Ihnen nach Hause. Ja? Dann stellen Sie die ganzen Kartons hin und dann fangen Sie an, die Fische auszupacken. Während Sie die Fische auspacken, wird für den alles fotografiert, jede einzelne Koi, also in Wannen wahrscheinlich, war jetzt nicht dabei, ich habe es nur aus Erzählung, werden alle Fische fotografiert, dokumentiert. Dann müssen die Fische in Quarantäne. Da wird dokumentiert, in welchen Becken schwimmen die. Nach 2 Wochen und nach 4 Wochen oder nach 2 und nach 3 Wochen, es sind auf jeden Fall 2 Untersuchungen, kommt das offizielle Veterinäramt, so wie wir die auch in Deutschland haben, kommt das Veterinäramt und zieht Proben aus diesen ganzen Fischen. Die haben also alle Bilder, die der Grenzveterinär geschossen hat, haben die dabei und ziehen dann Proben. Und sollte nur eine Probe positiv sein, wird die ganze Anlage getötet, die Anlage wird gesperrt und der Züchter, von dem die Fische kamen, wird auch auf Weiteres gesperrt. So. Und jetzt vergleichen Sie mal die 2 Systeme, die 2 Vorgehensweisen. In Europa wird die KHV-Meldepflicht abgeschafft. Anzeigepflicht, nicht Meldepflicht, Anzeigepflicht. Sprich, wir haben heute die Vorgehensweise, dass wenn ich eine Probe in ein Labor schicke und die Probe ist KHV-positiv,
dann kommt sofort eine Meldung ans Veterinäramt und das Veterinäramt kommt zu uns. Und dann beginnt die ganze Geschichte zu laufen. Diese Anzeigepflicht soll abgeschafft werden und wahrscheinlich entweder gesamt aufgehoben oder in eine Meldepflicht umgewandelt werden. Eine Meldepflicht würde bedeuten, dass wenn ich eine Probe einschicke in ein Labor meiner Wahl, ein privates Labor, und diese Probe wäre positiv, dann bekommt einfach das Veterinäramt in meinem Bezirk, in meinem Landkreis, kriegt eine Meldung, hallo, ihr habt einen positiven KHV-Fall hier, aber ohne, soweit ich weiß, ohne Angabe des Händlernamens. Also die Anzeigepflicht soll aufgehoben werden, dass es nur noch ein wildes Hauen und Stechen bei der ganzen Geschichte gibt. Und 10.000 Kilometer circa entfernt in Thailand, in einem der beliebtesten Fernreiseziele der Deutschen, da zeigt man uns, wie es richtig geht. Dass man das von staatlicher Seite anschaut und dass man so von staatlicher Seite aus eine Seuchenprävention betreibt. Also ich finde das schon mal interessant, die Unterschiede hier zu sehen. Und ich kann Ihnen aber versprechen, und da haben Sie mein Wort, wir werden, wenn die KHV-Anzeigepflicht aufgehoben werden sollte, so wie ich jetzt gehört habe, will Deutschland dann eigenreguliert die Anzeigepflicht aufrechterhalten, was ich toll finden würde. Sollte dem aber nicht so sein, oder egal, was die Oberen machen, wir werden in unserer Vorgehensweise, in unserer Arbeitsweise nichts, aber auch gar nichts ändern. Sprich, bei der IKEA ziehen wir über 20% aller Koi unsere Proben. Wir ziehen hier im Glashaus unsere Proben. Wir ziehen die Proben, nachdem die Fische bei uns angekommen sind. Also wir tun das maximal Mögliche und wir werden auch weiterhin einmal im Jahr die Sandra Lechleiter für circa eine Woche hier auf die Königliche Koi-Farm holen, um auch zu untersuchen, um auch Proben zu ziehen und mit den Jungs einfach das gesamte Gesundheitsmanagement abzustimmen. Also da haben Sie unser Wort und da werden wir auch sicherlich nichts dran ändern, weil Sie dürfen mir eins glauben, ich hätte auf alles Bock, aber ganz sicher nicht, dass ich eine solch verheerende Krankheit in Umlauf bringe und Ihnen als Kunden von uns, als mutmaßliche Kunden, schauen ja nicht nur unsere Kunden, die Blogs, da die Pest in Teich bringen würde. Aber ich fand das super interessant, was mir Rübi und seine Frau da erzählt haben. Und ich habe wirklich solche Augen gemacht. Und auch Makoto hat ganz schön gestaunt, wobei er Teile davon bereits wusste. Also, machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mal ein Blog, ein ganz anderer Blog. Aber auch das ist interessant. Auch das ist ein Teil vom Hobby. Machen Sie es gut. Und schauen Sie mal wieder rein. Dankeschön.